Hallo ihr Lieben, wir haben Mittwoch und es ist Friends Day. Ich beantworte heute wieder eure Fragen und ich freue mich riesig. Also, legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. In den letzten Wochen hat mich eine Frage recht häufig erreicht, und zwar, was meine Kinder so zwischendurch essen oder snacken, wenn sie jetzt nicht gerade frühstücken oder Mittag essen. Zwischendurch gibt es bei uns eigentlich immer frisches Obst und Gemüse. Ich persönlich finde, es ist der beste Zwischendurch-Snack für Kinder, weil man braucht ja etwas zwischendurch, was man schnell zubereiten kann, was vitaminreich ist, was reich an Mineralstoffen ist, aber auch gleichzeitig etwas, was jetzt nicht zu satt macht. Bin ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz zum Beispiel unterwegs und spielen die 1,5 Stunden, dann kommt es immer dazu, dass sie einfach was zwischendurch essen wollen. Ich schneide immer ganz viele Gurken, ganz viele Birnen, ganz viele Äpfel klein oder schnapp mir ein paar Bananen und guck einfach, dass die Zwischenmahlzeit relativ leicht bleibt, weil essen meine Kinder jetzt eine Packung Salzstangen oder Dinkelstangen, mehrere auf dem Spielplatz, dann kann ich sicher sein, dass sie dann zum Mittagessen keinen Hunger haben. Und gerade bei dem Kleinsten ist es so, wenn der irgendwie 3 Dinkelstangen irgendwie isst, dann brauche ich mit dem Essen irgendwie vor 16 Uhr gar nicht zu kommen. Und deswegen gucke ich einfach, dass die Zwischenmahlzeit relativ leicht bleibt. Und zwischendurch gibt es jetzt auch gar nicht so viel Brot. Das füllt natürlich auch sehr auf. Ich gucke, dass meine Kinder zu den Hauptmahlzeiten einfach Hunger haben. Das klingt jetzt irgendwie gemein. Also hier hungert wirklich keiner. Aber ich finde, wenn man zwischendurch einfach zu viel gibt, dann haben die Kinder am Tisch einfach keinen Hunger. Das ist bei meinen Kindern jedenfalls so. Und das habe ich in den letzten Jahren so aus Erfahrung mitgenommen, dass meine Kinder einfach Hunger haben müssen, wenn sie am Tisch sitzen. Und deswegen bestehen hier die meisten Zwischenmahlzeiten aus frischem Obst oder Gemüse, manchmal auch so ein paar Nüsse. Es kommt auch darauf an, was ich natürlich im Hause habe. Aber ich persönlich finde das das Einfachste. Manchmal ist es aber auch so, dass das warme Mittagessen etwas warten muss, weil wir vielleicht noch unterwegs sind oder später nach Hause kommen. Und da finde ich zum Beispiel auch so Riegel, die aus getrockneten Früchten bestehen, ideal. Die füllen ganz gut den Magen. Die sind relativ süß, meine Kinder mögen das gerne und dann haben sie eine relativ gesunde Zwischenmahlzeit, die eben aus Trockenobst besteht. Das liefert auch viel Energie und meine Kinder mögen das sehr gerne und dann kann man die Zeit also mit frischem Obst, frischem Gemüse und ein paar Riegeln überbrücken, bis es dann irgendwas Richtiges zum Essen gibt. Und die nächste Frage kam auch von vielen sehr häufig. Was tue ich meinen Kindern in den Adventskalender rein? Ich glaube, diese Frage stellen sich ganz viele Mütter um die Weihnachtszeit. Und ich versuche immer so eine Mischung zu finden aus Süßigkeiten und aus anderen Dingen, die ich so finde. Und ich bin ja eine leidenschaftliche Flohmarktgängerin. Im Frühjahr und im Herbst gibt es hier ganz tolle Flohmärkte, wo ich immer unterwegs bin. Und ehrlich gesagt, mittlerweile denke ich wirklich schon im Sommer daran, was die Kinder im Adventskalender dann haben. Weil gerade auf Flohmärkten kann man ja tolle Kleinigkeiten kaufen, für die man einfach viel weniger bezahlt. Und auch im Winter gibt es ja Flohmärkte, die auch drinnen stattfinden. Und hier in Hamburg und Umgebung gibt es auch viele Kinderflohmärkte. Und da findet man immer tolle Sachen, wie Bücher, wie so kleine Tierfiguren, über die sich Kinder sehr, sehr freuen. Und mittlerweile mache ich ja 3 Adventskalender für Kinder. Und ich finde es einfach schöner, auch kostenmäßig, wenn man irgendwie tolle Sachen günstig schießen kann, die man dann einfach in den Adventskalender tut. Einem Kind ist es völlig egal, ob ein anderer das Buch schon gelesen hat oder nicht. Oder auch im Bioladen, da gibt es immer tolle Kleinigkeiten, auch zur Weihnachtszeit, so tolle Lollis. Oder neulich habe ich ein tolles Kinderbadesalz gesehen, so klein verpackt. Das finde ich auch immer eine schöne Idee. Also ganz verschiedene Sachen. Ich gucke auch immer, dass die Kinder jetzt nicht jeden Tag Süßigkeiten bekommen. Das ist in der Vorweihnachtszeit ja überall die volle Süßigkeiten-Düse. Aber auf jeden Fall, gerade wenn man mehrere Adventskalender macht, sollte man nicht zu lange warten, weil nachher ist der 1. Dezember. Er wird schnell kommen. Ich finde, die Zeit geht immer so schnell vorbei und da muss man sich am Ende doch immer noch beeilen. Aber ich hatte hier auch schon Jahre, wo ich einen einfachen Schokoladen-Adventskalender hatte. Alle Kinder waren happy. Man muss sich auch überhaupt keinen Stress machen. Ich bin sowieso für eine stressfreie Vorweihnachtszeit. Weil Kinder freuen sich über ein Schokoladenstückchen, sie freuen sich auch über andere Dinge. Ich finde, Kinder sind da immer flexibel. Oft ist man ja selber diejenige, die sich so den Stress macht mit man will alles perfekt haben und man will alles anders haben und noch schöner und noch größer. Und dieses Jahr sind die Adventskalender der Kids wieder unterschiedlich bestückt. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber bald. Und ja, ich freue mich drauf. Ich finde, diese Vorweihnachtszeit ist immer echt was Schönes.
Und ich freue mich schon sehr auf das Meet and Greet am 14. November in Hamburg. Die Einladungen sind verschickt und diejenigen, die dabei sind, die wissen auch schon Bescheid. Und wer noch keine E-Mail erhalten hat, aber eine Bestätigung von mir bekommen hat, der möge sich doch schnellstens bei mir melden, weil es schleichen sich wahrscheinlich immer Fehler ein. Also alle, die eingeladen waren, sollten bis jetzt eine E-Mail von mir erhalten haben. Wenn das nicht so sein sollte, schnell mich nochmal anmailen, bitte. Und ich freue mich riesig darauf, euch alle kennenzulernen. Wir werden einen tollen Vormittag haben. Also, die Teilnehmer stehen fest fürs Meet and Greet am 14. November. Und ja, das wird ein toller Tag. Und seit meinem letzten Outfit-Video ist auch irgendwie ganz oft die Frage aufgekommen, wie viel Sport ich in der Woche treibe, ob ich zwischendurch Diät mache oder wie ich es einfach geschafft habe, nach 3 Kindern irgendwie meine Figur so einigermaßen zu halten. Ja, erstmal vielen Dank. Es ist natürlich schmeichelhaft, dass viele finden, dass ich eine äußerst gute Figur habe dafür, dass ich 3 Kinder bekommen habe. Ja, das schmeichelt mir natürlich sehr, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man irgendwie nach 1, 2 oder 3 Kindern irgendwie auch nicht so schlank ist, weil ich finde es auch gar nicht so leicht, nach Schwangerschaften wieder so in den normalen Flow zurückzufinden. Und ich persönlich sehe es als normal an, dass man nach 1, 2, 3 oder auch 4 Kinder natürlich eine ganz andere Figur hat, als wenn man noch kein Kind geboren hat. Das ist einfach so. Einige kriegen nach einem Kind ihre alte Figur zurück, andere bekommen auch nach 3 Kindern ihre alte Figur zurück, andere wiegen nach dem ersten Kind 20 Kilo mehr. Es kann immer alles sein und die Unterschiede sind da auch enorm groß. Bei mir ist es so, ich habe mein Leben lang sehr viel Sport getrieben und ich bin auch Fitnesspädagogin vom Beruf. Das heißt, ich habe auch eine Zeit lang das beruflich gemacht und habe am Tag sehr viel Sport gemacht. Also ich habe hauptberuflich sozusagen Sport gemacht. Und so ging ich auch in die erste Schwangerschaft. Ich habe ja auch noch ganz lange gearbeitet, bis zum Mutterschutz habe ich mich einfach regelmäßig bewegt und Sport gehört einfach zu meinem Leben dazu. Heute noch immer, aber nicht ganz so wie noch vor 8 Jahren. Deswegen war mein Körper Sport absolut gewohnt und ich habe auch einfach nicht so viel gewogen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich die ersten 3 Monate, nachdem ich ein Kind bekommen habe, eigentlich überhaupt keinen Sport gemacht habe, weil ich einfach immer sehr müde war und einfach das Gefühl hatte, ich brauche meine Energie jetzt zum Stillen oder für was anderes. Das Einzige, was ich regelmäßig gemacht habe, waren wirklich Beckenbodenübungen und meine Rückbildungsübungen. Da habe ich 2-mal Yoga für die Rückbildung gemacht und beim 3. Kind habe ich das dann so alles selber zu Hause nebenbei gemacht. Das war das Einzige, was ich eigentlich recht schnell nach der Geburt angefangen habe. Und 4, 5 Monate nach der Geburt habe ich auch nie exzessiv Sport getrieben. Mir war einfach nie danach. Ich habe zu Hause Yoga gemacht oder ich habe meine Übungen gemacht oder ich war auch sehr viel draußen unterwegs, weil ich ja einfach auch kleine Kinder hatte und ich war sehr viel spazieren. Und wer Kinder hat, man ist einfach sehr viel in Bewegung. Und auch heute ist es noch so, dass ich jetzt nicht 3-mal in der Woche irgendwie ins Fitnessstudio gehe oder 3-mal in der Woche laufen gehe. Ich bin sehr viel einfach auf den Beinen durch meine Kinder. Ich habe doch sehr wenig Ruhepausen. Am Tag sitze ich irgendwie gar nicht so viel. Und was ich aber immer mache, so von Natur aus schon, ich achte halt sehr auf meine Ernährung, weil es mir so einfach besser geht. Natürlich esse ich auch Süßigkeiten und ich esse auch manchmal Fast Food und ich glaube, ich führe eine ganz normale Ernährung, einfach auch ohne Verbote, aber mir schmeckt gesunde Nahrung einfach gut. Meine Ernährung ist sehr pflanzenbasiert und ich esse wirklich sehr viel Obst und Gemüse und ihr kennt meine Videos und ihr kennt ungefähr meinen Ernährungsstil und damit halte ich mein Gewicht relativ gut. Ich halte überhaupt nichts von Diäten, ich halte auch überhaupt nichts vom Verboten. Ich habe keine Waage zu Hause. Ich persönlich merke das immer so, wenn es ein paar Kilos mehr sind. Ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich bin auch nicht so gewichtsfixiert. Ich kann mich mit 3, 4 Kilo mehr genauso wohlfühlen wie mit 2, 4 Kilo weniger. In den letzten Jahren habe ich von Kleidergröße 36 bis Kleidergröße 40 irgendwie alles getragen. In den letzten Schwangerschaften waren die Gewichtszunahmen sehr unterschiedlich und wie gesagt, ich habe auch schon mal irgendwie 17 Kilo mehr gewogen während der Schwangerschaft und das ist dann eben so. Keiner kann es wirklich ganz gut kontrollieren. Das ist auch gut so, weil der Körper verändert sich einfach mit Schwangerschaften, in der Schwangerschaft und auch hinterher.
Und ich bin der Meinung, man sollte sich auch nach der Schwangerschaft ein bisschen Zeit geben, weil schließlich ist man irgendwie 9 Monate schwanger und dann kommt oft eine Stillzeit oder es kommt eine Zeit, wo man wenig schläft und wo man irgendwie anders doch die Energie bereitstellt. Also ich verfolge kein regelmäßiges Sportprogramm, ich treibe Sport nach Lust und Laune, ich bin sehr viel draußen mit den Kindern, gehe sehr viel spazieren, habe leider sehr wenig Ruhepausen und so ist das mit den vielen Kids. Ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne reiten, das versuche ich sehr regelmäßig zu machen. Und wer vielleicht auch reitet, das ist meistens nicht nur oben drauf sitzen, auch beim Reiten kommt man ins Schwitzen. Was ich manchmal auch mache, ist, ich gehe gerne schwimmen und wenn mein Mann dabei ist, dann gehe ich auch mal ins große, tiefe Becken und versuche auch mal so 20 Minuten einfach durchzuschwimmen. Wenn ich Zeit finde, wenn das geht, finde ich auch Schwimmen eine tolle Option. Und viele Mütter werden das kennen. Manchmal ist eben mehr Zeit, da schafft man es irgendwie 1 bis 2 Mal in der Woche. Aber ich finde es auch immer gut, wenn man Bewegung in den Alltag integrieren kann. Wenn wir unterwegs sind oder einen schönen Waldspaziergang machen, dann merke ich schon auch, dass man irgendwie nach mehreren Stunden auch warm wird. Und also Bewegung an der frischen Luft ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist so das, was ich so nebenbei mache. Weil für mehr habe ich leider keine Zeit, solange die Kinder irgendwie noch so klein sind. Aber so ist es auch gut. Und das ist das, was ich für meinen Körper tue. Und dann bin ich auch von ganz vielen Müttern gefragt worden, was ich denn für Matschkleidung für meine Kinder verwende. Und ich habe seit vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht mit den Matschhosen und Matschjacken von Tels. Tels ist eine skandinavische Marke und stellt schadstofffreie und giftfreie Matschhosen her. Denn gerade bei so Gummistoffen wird ja immer wieder diskutiert, sind da Weichmacher drin, Schadstoffe und was weiß ich noch. Gerade die Matschhosen sind klasse. Ich habe die gefüttert wie auch ungefüttert und die halten wirklich dicht. Und man hat auch so ein gutes Gefühl, wenn da eben keine Gift- und Schadstoffe drin sind. Und auch mein kleinster Sohn, das dritte Kind, trägt noch die Matschhosen vom ersten Kind. Die halten auch ganz gut und damit haben wir alle trockene Beine und kommen ganz gut durch Herbst und Winter. Und wer noch Fragen hat, die auf der Seele brennen, schreibt sie einfach runter in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir via Facebook oder Instagram. Und wer mir noch nicht auf Instagram folgt, der tut das, wenn er Lust hat. Alle Informationen dazu findest du wie immer in der Infobox. Und hier an der Seite habe ich euch nochmal 2 andere Videos verlinkt zum Weiterschauen, wer sie noch nicht kennt. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, bis Freitag und tschüss.